Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich heiße Irmgard Maria Fellner, Direktorin für Kulturaußenpolitik im Außenministerium Deutschlands. Und es ist mir ein Privileg, drei bekannte Damen vorzustellen, die im Bereich des deutsch-italienischen Brückenbaus tätig sind. Francesca Mirandi, Nora Bosson und Tonia Mastroboni. Wir werden wirklich ein faszinierendes Gespräch hören über Kultur, Literatur, die Rolle der Kultur in der Gesellschaft und den Gesellschaften. Als Vertreterin des Auswärtigen Amtes möchte ich sagen, dass wir großes Interesse haben, die Bedeutung der Kultur zu betonen, Kultur und Literatur in unseren Gesellschaften. Wir leben ja in interessanten Zeiten. Wir Diplomaten sagen immer, dass wir ja festgestellt haben in der Zeit der Pandemie, dass die Rolle der Kultur immer wichtiger wurde. Ich denke, man kann das nicht hoch genug schätzen, was die Kultur da geleistet hat. Es ist sozusagen der Klebstoff, der unsere Gesellschaften zusammengehalten hat. Und es ist auch ein wichtiger Vektor unserer Gesellschaften, damit wir weiter bestehen können, damit wir Hoffnung geben können und damit wir den Menschen helfen können, die enorme Einsamkeit zu überwinden, die ja verbunden war mit der Quarantäne, in die sich Menschen begeben mussten. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir hier einmal festhalten, dass wir über die Literatur, über die Kultur die Gesellschaften miteinander verbinden können, dass wir so historische Fakten ansprechen können, die unsagbar sind, die namenlos sind und dafür sorgen können, dass diese nicht unter den Teppich gekehrt werden. Und das ist ganz wichtig in der Literatur. In der Literatur ist es so, dass wir ein sehr, sehr großes Reservoir haben der Resilienz, der gesellschaftlichen Stärke zur Formen der Zukunft. Dinge, die nicht diskutiert werden können, können aber in der Literatur angesprochen werden. Und das ist absolut wichtig in solchen Zeiten, wenn historische Fakten nicht länger durch Augenzeugen berichtet werden können. Und die nächste Generation, die muss sich ja verlassen können auf authentische Narrative, damit wirklich verstanden wird, was passiert ist, damit man emotionale Verbindung schaffen kann zu unserer eigenen Geschichte. Das stimmt bei Deutschland, bei Italien, aber auch bei anderen Ländern und Kulturen. Ja, ich möchte hier unseren beiden Autorinnen danken, Francesca Mirandi zum Beispiel, die Sangue Giusto, einen faszinierenden Roman geschrieben hat über eine Familiengeschichte über drei Generationen. Das stellt eine Verbindung Italiens zur Vergangenheit als Kolonialmacht her. Sie ist aus Rom zugeschaltet. Und ich möchte auch Nora Bosson danken, eine deutsche Schriftstellerin. Sie hat das Buch Schutzzone erst vor kurzem geschrieben. Da geht es auch um historische Fakten und Konflikte in Afrika, die da beschrieben werden. Und hier erfährt man über die diplomatischen Probleme, die damit verbunden waren. Dann haben wir Tonia Mastrobonio, Korrespondentin der Repubblica. Und ich denke, sie ist wirklich sehr, sehr erfahren als Journalistin in den deutsch-italienischen Beziehungen. Wir freuen uns in der Tat auf eine faszinierende Debatte dieser drei Damen. Und wir freuen uns sehr, auch zu hören, was Sie dazu zu sagen haben. Danke. Danke, Frau Fellner. Und ich möchte dieses Podium kurz vorstellen. Und es ist mir wirklich eine große Ehre, diese beiden wunderbaren Frauen hier vorzustellen. Ich möchte provokativ beginnen. Von Windhoek nach Auschwitz. Das war ein Titel eines Buchs eines sehr wichtigen Historiker, Jürgen Zimmerer. Windhoek ist ein Ort in Namibia,
Und Namibia ist ja einer der weißen Flecken. Und der Historiker Jürgen Zimmerer, er hat eine Verbindung hergestellt. Er hat gezeigt, dass es eine Verbindung gibt zwischen Namibia und dem Nazi-Deutschland. Dieser Gedanke der Ausrottung eines Volkes und der Shoah. Das ist kontrovers, dieses Buch. Es wurde ja auch kontrovers diskutiert unter Historikern, aber es stimmt auch, dass Deutschland erst vor kurzem erkannt hat, dass es große Probleme gibt mit der Kolonialgeschichte. Und dieses Bild des guten deutschen Kolonialherrn war absolut falsch. Es war wirklich grausam, was da passiert ist. Es war genauso grausam, wie Belgien, Frankreich oder die Briten es gemacht haben. Meine erste Frage geht an Nora Bosson. Die letzte wunderbare Beschreibung, Schutzzone, das ist eine Beschreibung der deutschen Kolonie in Deutschland-Ostafrika. Und in gewisser Weise spricht ihr Roman auch darüber. Andere Themen besprechen wir später. Meine erste Frage an Sie, Nora Bosson, ist folgende: Warum hat es so lange gedauert, bis Deutschland diese Wahrheit anerkannt hat über die eigene Vergangenheit? In Namibia hatten wir den ersten Genozid der Geschichte zwischen 1904 und 1907. Und es waren nicht die Armenier, wie wir gedacht hatten, bis vor 10, 20 Jahren. Ja, es war Namibia. Vor 120 Jahren war das schon. Und Deutschland hat ja der Welt immer zeigen wolle, wie man mit der Vergangenheit umgeht, mit der Nazi-Vergangenheit. Muss Deutschland nicht auch das Gleiche mit der Kolonialvergangenheit machen? Das hat mit Tatsache zu tun, dass die deutsche Vergangenheit so dunkle, furchtbare Aspekte hat. Und die Shoah ist die tiefgreifendste Katastrophe, die wir je erlebt haben. Beziehungsweise wir haben es nicht selber erlebt, aber wir haben dafür gelesen und gelernt. Das hat alles überschattet. Das hat die Erinnerung der Vergangenheit überschattet. Zunächst einmal ist das in Ordnung. Und es ist vielleicht die richtige Art, die Shoah in Betracht zu ziehen. Denn das ist ja wirklich das Ende der Zivilisation. Und die Erinnerung der kolonialen Vergangenheit hätte sicherlich früher einsetzen können. Nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem Deutschland die Kolonien verlor mit dem Versailler Vertrag, haben wir auch unsere Erinnerung dieser Zeit verloren. Was Sie gesagt haben bezüglich der Frage, ob Windhoek der erste Schritt nach Auschwitz war, nun, das wird zurzeit auch sehr intensiv diskutiert in Deutschland. Wir haben eine Debatte über Achim Mbembe, einen postkolonialen Denker. Wir hatten die Frage, ist es in Ordnung, den postkolonialen oder den kolonialen Terror und das Leiden zu verknüpfen mit dem Leiden, das festgestellt wurde und was die Juden während dem Zweiten Weltkrieg erlebten. Da gibt es zwei sehr gegensätzliche Vorstellungen dazu. Ein Teil sagt nein. Man kann die Shoah mit gar nichts anderem verknüpfen. Die Erinnerung an die Shoah würde verkleinert werden, reduziert werden im Vergleich zu anderen fürchterlichen Aspekten der Geschichte. Andere sagen, wir müssen diese Verbindung herstellen, denn sonst kriegt man das nicht in die Diskussion und in den Dialog rein. Also, ich denke, die zweite Version ist produktiver. Es geht nicht darum, die Erinnerung an die Shoah zu reduzieren, aber aus verschiedenen Aspekten des Terrors, der totalitären Macht und dem Leiden zu lernen. Also,
auch wenn es lang gedauert hat für Deutschland, sich Namibia zu betrachten und was auch in Burundi und Ruanda geschah, wo Genozide stattfanden. Und das wurde festgestellt nach Jahren und Jahrzehnten der kolonialen Zeit. Habe jetzt die Möglichkeit, diesen Dingen näher zu kommen und daraus zu lernen. Mehr als in der Vergangenheit. Danke, Nora Bosson. Francesca Merandri, Sie haben auch einen Roman geschrieben in jüngster Zeit und der wurde in Deutschland geliebt. Ich habe ein Interview gemacht mit einem Politiker und der hat mir gesagt, hast du schon das Buch von Francesca Merandri gelesen? Das war ein deutscher Politiker und da habe ich gesagt, ja, ja, klar, das ist wunderbar, jeder liest das. Und da geht es um einen Äthiopier, der nach Rom kommt und plötzlich auftaucht in einer Familie und sagt, dass sein Großvater war ja Italiener. Und diese Episode am Anfang des Romans, dem wunderbaren Roman, das ist so eine Art Big Bang in der Familie und sehr viele Jahre der Scheinheiligkeit werden plötzlich aufgedeckt. Francesca Merandri kann so auch über diese Scheinheiligkeit des ganzen Landes sprechen. Das Land, das ja überhaupt nichts gemacht hat bei der Aufarbeitung der Schaden in Äthiopien und den anderen Kolonien in Afrika. Und das ist immer noch so. In dem Buch beschreibt sie an einer Stelle diese Zusammenarbeit in den 80er Jahren und hinter dieser hehren Welt haben wir ja Betrug und Korruption immer wieder verdeckt über all die Jahre. Ich möchte Sie fragen, Franziska, ich hatte es vorher nicht gesagt, beide Autorinnen, und das werden wir nachher ansprechen, haben enge Verbindungen zu den anderen Ländern. Franziska ist in Italien aufgewachsen, hat aber enge Verbindung zu Deutschland. Und Nora Bosson hat auch in Rom studiert und Antonio Gramsci werden wir auch besprechen. Gut, Francesca, da möchte ich zunächst einmal fragen, warum möchten Sie diesen weißen Flecken beschreiben des italienischen Kolonialismus in Afrika? Vielen Dank. Wie gesagt, am Anfang der Geschichte geschieht das nicht in der Kolonialzeit, sondern ganz aktuell, nämlich 2010 setzt das ein, während dem zweiten Besuch von Muammar Gaddafi bei seinem damaligen Freund Silvio Berlusconi. Das war die Apotheose von allem, was Postkolonialismus tun kann, auf falsche Art und Weise. Da ging es um die Massaker und den Umgang mit den postkolonialen Denken über die Verkehrung der Fakten. Und es war für mich sehr wichtig zu zeigen und über die Verbindungen in einer Familie zu berichten, in der Vergangenheit, in der damaligen Besatzungszeit in Äthiopien und Abyssinien und die Migration von heute, diese Ströme von Flüchtlingen zu den Lagern an der Türschwelle meines Protagonisten durch die Sahara, in jener fürchterlichen Lage in Libyen, Lampedusa und so weiter und so fort. Und es geht um die Wirkungen für ein Land wie Italien, was überhaupt nicht sich mit der kolonialen Vergangenheit befasst hat, jetzt nicht akademisch gesehen. Gut, die Historiker kennen die Geschichte sehr wohl, das wurde auch gut untersucht und gründlich. Nein, ich rede über den Mainstream in unserer Geschichtsschreibung. Da wurde unsere koloniale Vergangenheit nicht beachtet. Und diese Ignoranz, diese fehlende Vorbereitetheit hat ein wenig zu tun mit unserer fürchterlichen Naivität, mit der Migrantenkrise umzugehen und der Beziehung solcher Menschen, die genau aus jenen Orten kommen, die wir uns geweigert haben anzuerkennen als Orte, wo Dinge in Verbindung mit uns geschehen sind, wie in Somalia und Eritrea und auch in Äthiopien. Nora hat es ja auch angesprochen, die Gründe, warum die furchtbare Vergangenheit in der Kolonie
Kolonialzeit in Deutschland nicht angesprochen wurde. Und das ist auch wahr für die Verbindung zwischen Italien und Deutschland. Und da sind ja auch fürchterliche Dinge in Italien passiert. Und wir haben unsere koloniale Vergangenheit nicht berücksichtigt, weil wir diese furchtbare Arbeit eben nicht gemacht haben, wie Deutschland und die deutsche Bevölkerung und auch die Regierung bezüglich der Nazi-Vergangenheit. Das wird praktisch als zivile Religion behandelt, also das immer den, vor die Augen der Menschen in Deutschland zu stellen, was wir in Italien nicht gemacht haben. Der Grund, warum wir das nicht gemacht haben, ist, dass es da diese Shoah zwischen Deutschlands Position im Krieg war und unsere Nichtanerkennung des Faschismus, des Noah-Faschismus, unter Berücksichtigung der Shoah und der Kolonialzeit. Also es geht in beide Richtungen. Ja, da komme ich drauf zurück. Nora, da möchte ich bei Ihnen bleiben. Libya spielt eine Rolle in Ihrem Roman. Also da berichten Sie über Libyen, wo die Bedingungen sehr, sehr schwierig sind. Die Leute werden gefoltert, das wissen wir alle. All diese schrecklichen Dinge passieren dort. Und ja, ja, klar, irgendwie haben wir in den letzten 10 Jahren ja festgestellt, dass Italien eine Führungsrolle beansprucht hat bei der Stabilisierung von Libyen nach dem Tod Gaddafis. Aber das war ein absolutes Versagen. Ja? Nicht nur das, die italienische Führung war ja so schwach und ich denke, dass die italienische Führungsrolle eher daher kommt, wie soll ich sagen, die kommt daher, dass Italien ja Kolonialmacht war und jetzt Führungsrolle beansprucht, wo wir nicht verstehen, warum. Aber jetzt ist die Führung so schwach, dass wir einen Proxykrieg erkennen, ja, einen Stellvertreterkrieg. Und das möchte ich nochmal diskutieren. Wie ist die Rolle der UN da, Francesca Melandri? Wie kann man da die schreckliche Situation beschreiben und unsere Verantwortung dabei? Ja, Libyen ist doch jetzt das Land, über die eigentlich alle Flüchtlinge kommen, auch aus Zentralafrika. Das ist doch ein Land, das wird uns gesagt, dass es da ohne Stabilisierung eigentlich nichts gibt, womit wir die Flüchtlingsbewegung stoppen können. Ist das der richtige Ansatz? Naja, ich möchte da keine verteidigende Position einnehmen, das braucht niemand. Aber man muss die Position der italienischen Regierung in den richtigen Kontext stellen. Und der Kontext ist die UNO, aber auch die EU. Das Versagen in Libyen ist sicherlich ein Versagen Italiens, aber auch der EU. Alle Politik zur Migration und Lampedusa ist nachher nicht die Tür Italiens, sondern die Tür Europas. Und Italien war so gesehen irgendwie alleingelassen worden bei dem Umgang damit, dass dies die Türschwelle unseres gemeinsamen Hauses Europas ist. Das hat viel zu lange gedauert. Und das Chaos in Libyen ist sicherlich der Fehler der italienischen Regierung. Und man muss auch daran denken, dass bis vor ungefähr 20 Jahren es eine Tradition gab in der italienischen Außenpolitik, eine Tradition einer sehr starken, tiefen und auch ausgeklügelten Tradition im Umgang mit der südlichen Küste des Mittelmeers, der Beziehung mit der mit den arabischen Führern. Dieser Wert, den Italien beitragen konnte in der Außenpolitik, wurde völlig verschleudert, vergeudet, auch durch Berlusconi im Umgang mit bestimmten Dingen, also Diktatoren wie Gaddafi zum Beispiel. Das Problem in Libyen ist kein italienisches Problem, das ist ein europäisches und sogar ein Weltproblem bezüglich dem Frieden. Also es erschüttert mich,
zu sehen, wie Europa, und ich bin ja Römerin, Italienerin und Europäerin, und meine Heimat ist Europa, und ich bin erschüttert zu sehen, wie das Parlament meines Heimatlandes nicht mit einer Revolution umgehen kann, egal wie die Lösung aussehen könnte in Libyen. Und egal wie lange das dauert, müssen wir diese Leute aus den Konzentrationslagern rausholen. Und zwar jetzt und sofort. Das ist nicht einfach, aber machbar. Das kann gemacht werden und auch relativ schnell. Es ist nicht unmöglich. Das ist für mich die Basis bei allem über Libyen. Wir haben ja die Möglichkeit und wir können diesen Leuten helfen, die gequält wurden. Und auf dem Kontinent der Menschenrechte und der Demokratie muss das doch umso mehr möglich sein, auch physisch gesehen muss das doch machbar sein. Und das sollte das allererste sein, was passieren muss. Ja, und erstmal sollten wir anerkennen, dass es Konzentrationslager sind, ja. Also das ist schon das erste schwierige Unterfangen für die EU. Nora Bosse, Sie haben einen Roman geschrieben und da steht im Mittelpunkt die UN und das ist sehr interessant. Sie haben ja auch in Italien studiert und ein meistzitierter Satz einer historischen Figur, die Sie sehr stark untersucht haben, Antonia Gramsci, ist: Ich hasse Gleichgültigkeit. Also die UN ist ja eine Institution, die ja dieses Prinzip hat, dass man es nicht ignorieren kann. Man kann nicht einfach zusehen, dass Leute gefoltert werden, falsch und schlecht behandelt werden in bestimmten Regimes und dass man ganze Menschengruppen ausrottet und dass man da nicht eingreift. Und Frieden und Gerechtigkeit, das sind doch immer diese großen Worte in den Institutionen. Und wir wissen doch gleichzeitig, nicht nur in Libyen, das ist Utopie. Und in Ihrem Roman wird das ganz klar, wenn man über diese Prinzipien spricht, über die Hauptfigur des Romans Schutzzone und wenn man dann dahin fährt, nach Burundi zum Beispiel, dann sterben diese Wörter auf dem Feld in diesem Land, in diesen Ländern. Also die UN und das Bild der UN, das Sie da zeichnen, ist auch irgendwie ein bisschen lustig. Ja, der Test zum Beispiel, der gemacht wird, sie schreibt ja da Berichte und dann schreibt sie ein ganz komisches Wort rein und keiner findet dieses Wort. Und das ist ein Spiel für sie, um herauszufinden, wie bürokratisch die Institution eigentlich geworden ist. Nora Bosse, Sie haben das Wort. Zunächst einmal darf ich Francesca danken zu dem, was sie für das, was sie über Libyen gesagt hat. Das stimmt absolut. Die Situation ist absolut fürchterlich. Aber selbst innerhalb Europa haben wir diese Lage in Griechenland und wir machen da gar nichts. Wir unternehmen nichts. Wir kriegen jetzt 50, 60, 70 Kinder, die nach Deutschland kommen, die wirklich leiden. Die kommen mit ihren Eltern, aber das ist es. Da gibt es Lager, die wurden für 3000 Menschen gebaut und jetzt leben da ungefähr 10-mal so viele Menschen. Und das funktioniert irgendwie halbwegs menschlich. Also so viel dazu. Dann zu den Begriffen Frieden und Gerechtigkeit. Und die Frage der Verantwortlichkeit, internationaler Verantwortung. Da gab es einen Fall in Ruanda im Zusammenhang mit Srebrenica. Das waren diese zwei fürchterlichen Fälle, wo die UNO nicht interveniert hat. Man hat gesehen, was passierte und das war zweimal Genozid. Und zwar in enger zeitlicher Verknüpfung. Das Gesetz wurde danach verändert. Wir haben jetzt die Verantwortung zu schützen, Schutz zu bieten, was natürlich auch mit Schwierigkeiten verbunden ist. Also man kann nicht einfach sagen, die internationale Gemeinschaft marschiert einfach in Länder ein. Das ist nicht der richtige Ansatz. Aber die Situation in Ruanda, die ich besser kenne als die in Srebrenica, war dergestalt,
dass die europäischen Länder sich nicht zuständig fühlten. Und die wollten keine Wahlen verlieren. Man wollte den Menschen nicht die Botschaft verkaufen, dass da auch Menschen starben, weil viele gar nicht einmal wussten, dass es dieses Land gab. Und es ist nicht wirklich klar geworden, also es ist auch nicht bekannt geworden, was Mitterrand gesagt hat, aber es stimmt, was er sagte. Ich weiß, also es gibt Genozide, aber das ist nicht so wichtig. Also Genozid in solchen Ländern ist nicht so wichtig. Mitterrand hatte enge Beziehungen zur Regierung von Ruanda, die den Genozid geplant hatte. Hatte auch Verbindungen im Jahr 1984. Und da gibt es natürlich auch Verbindungslinien zur Vergangenheit. Ein Teil der ruandischen Bevölkerung tötete den anderen Teil und es kam zu den Traumata des kolonialen Terrors, der Ungerechtigkeit und das wurde nie so angegangen, wie man das hätte tun sollen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die deutsche Regierung mit dem Außenministerium verantwortlich ist für den Genozid, aber es gibt Teile in der Vergangenheit, wo die deutsche Regierung jener Zeit Verantwortung hatte und Deutschland und der Westen sind gemeinsam verantwortlich, sich mit diesen Ländern zu befassen. Mit den Traumata, die verursacht wurden und die immer noch bestehen. Also da muss man sehr ernsthaft hingucken, auch was Macht angeht, die missbraucht wurde. Also wie es in diesem Satz zum Ausdruck kommt, dass Genozid in jenen Ländern nicht wichtig ist. Das sagt doch alles aus über die Arroganz des Westens. Das sagt alles im Hinblick auf den Satz, dass alle Menschen gleich geboren sind, aber das gilt nicht mehr, wenn sie leben. Und diese Zeit liegt ja auch so weit zurück im Zusammenhang mit den Vorstellungen der Moral, über die wir sprechen. Danke, Nora. Ich denke, Sie haben auch ein wichtiges Thema angesprochen, die Verantwortung. Und als ich jünger war, in den 80ern, gab es noch immer diese Debatte darüber, wie verantwortlich sind wir bezüglich dieser Länder. Es war keine tiefgehende Diskussion über Kolonialismus, aber es gab eine Diskussion, die sagte, es gibt eine Verbindung zu uns, wir müssen Verantwortung übernehmen, wir müssen sie akzeptieren bei uns in Europa und wir müssen auch sehen, was für Schäden wir dort zugefügt haben. Warum ist das so? Warum ist diese Diskussion tot in Europa, Francesca? Denn es gibt eine Verbindung zwischen Kolonialismus und unserer Verantwortung als europäische Länder, diese Menschen aufzunehmen. Wir reden ja über dieses Grübeln, dieses Sinnieren, über Entwicklung von Verständnis für die kognitive Verschiebung. Das haben wir ein halbes Jahrtausend so gemacht. Also das koloniale, die koloniale Vergangenheit, 500 Jahre der Weltgeschichte, während die weißen Menschen in den europäischen Ländern in die Welt hinausgegangen ist und die Welt aufgeteilt hat, wie in diesem berühmten Kuchen der Berliner Konferenz. Afrika war der Kuchen aller Kuchen, denn Afrika hat ja das Pech, ein Kontinent zu sein, der extrem reich ist bei all den weltlichen Reichtümern, die alle wollen, Mineralien und so weiter und so fort. Und natürlich auch all diesen Menschen.
Die afrikanischen Menschen waren die Arbeitskräfte, welche die neue Welt mitgeschaffen haben. Das war das industrielle Kraftwerk der Welt in den letzten 2 Jahrhunderten, besonders für die Vereinigten Staaten. Also 500 Jahre lang, und ich gehe nicht in den Kolonialismus in Asien, ich rede nur über Afrika. Also 500 Jahre lang ungefähr war Afrika der Kontinent, wo Menschen und Dinge hergenommen wurden, um uns reich zu machen. Und daraus sind ja viele Ereignisse entstanden. Das ist alles nicht neu, aber es ist offensichtlich, wie zum Beispiel die Black Lives Matter Movement. Postkoloniale Studien sind ja geschrieben worden aus, geschrieben von in der Nische der Eliten, und 2 Vertreterinnen sind ja hier, die Bücher geschrieben haben, die die Öffentlichkeit erreichen, nicht nur der akademische Welt bezüglich dieser Dinge. Wir sind nicht die Ersten und Einzigen, die darüber geschrieben haben, und viele dieser Vertreter sind Frauen, was auch Sinn macht. Denn in dieser kognitiven Verschiebung müssen ja alle Sichtweisen dargestellt werden und auch in Frage gestellt werden. Und der Kolonialismus gehört zum gleichen Paket wie weiße Überlegenheit, männliche Überlegenheit, kapitalistische Überlegenheit. Das ist alles das gleiche Paket. Und das so zu verpacken bedeutet, dass man alle Perspektiven mit einbeziehen muss, alles kritisieren muss. Und Covid hat uns ja ins Gesicht geschlagen angesichts der Tatsache, dass dies alles nicht nachhaltig ist. So kann die Menschheit nicht überleben. So geht's nicht. Die Migration und der Zustrom von Migranten in unsere reichen Länder bedeutet doch, dass unsere Länder mit all diesen Begleiterscheinungen, all dieser Geschichte reich geworden sind. Ein anderes Thema, das zu wenig angesprochen ist, ist die Freizügigkeit. Die Menschen kommen ja durch diese Wüsten, die Lager, sie überqueren das Mittelmeer, sie zahlen Tausende von Dollars oder Euro dafür. Und ich war ja 2 in Äthiopien. Ich habe einen Flug genommen, 2, das war gar nicht teuer, ist ja Open Airlines, es war sehr einfach für mich, während der Junge, den ich in meinem Buch beschreibe, das nicht konnte. Wie kommt's? Nun, diese Freizügigkeit in meiner Heimat Europa, und das wird auch stark vernachlässigt in der Diskussion, und wir hinken da weit zurück in dieser Diskussion, selbst die europäischen Institutionen akzeptieren, dass es in jenen Ländern in Afrika Konzentrationslager gibt. Aber selbst davor kam doch die Idee auf, warum wir diese Freizügigkeit haben sollten, wir Weiße und alle anderen nicht. Kann das richtig sein? Denn in der Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen steht ja die Freizügigkeit geschrieben. Und die Frage ist, warum wir das andere nicht gewähren. Das ist doch auch eine weitreichende Diskussion. Auch da geht es um die kognitive Verschiebung in der Diskussion, wo alle Paradigmen angesprochen werden, Festung Europa, Festung westliche Welt, Festung des westlichen Modells. Aber wie kommt es, dass eine Frau wie ich, in meinem Alter, gebildet wie ich, die Interesse zeigt an der Welt? Warum ist das für eine Frau aus Ruanda oder Burundi nicht möglich, einen Flug zu nehmen, um Rom zu besuchen? Wie ich zum Beispiel das Hauptstadt ihres Landes besuchen kann oder egal welches andere Land, egal welche andere Stadt, wenn ich ein Visum habe. Wie kommt das? Das ist eine Grundfrage. Wie wir in der Einführung erwähnt, ist die Frage, worin besteht die Rolle der Kultur? Nun, zunächst einmal geht es darum, nicht die Tatsache zu verstecken, dass wir uns in der Mitte einer kognitiven Verschiebung befinden, sogar einer Apokalypse, weil alles zerfällt, auseinanderfällt vor unseren Augen. Und das ist schwierig zu begreifen. Das kann Gedanken beinhalten, Verständnis, neue Verhaltensweisen.
Aber wir erfahren dies ja auch überall, dass es sehr großen Widerstand mit sich bringen kann, auch gewaltsamen Widerstand als Reaktion, als Gegenreaktion vor dem Hintergrund all diesem, also was wir alle tun können als Beobachter, als Denker, ist darüber zu reden. Denn wenn man über etwas nicht redet, kann man nicht navigieren, dann kann man nur Opfer der Geschehnisse sein, Opfer derer, die die stärksten Reaktionen zeigen. Und das sind die am rechten Flügel und das wollen wir nicht. Nora Bosson, diese Apokalypse, die Francesca beschreibt, das ist doch sehr interessant. Und das trifft ja auch auf das zu, was wir gerade erleben. Eine Politikerin in der Welt hat das anscheinend auch schon richtig verstanden. Sie zitiert hier nicht kulturelle Dinge, sondern sie sagt immer, die Demografie, das ist der Punkt. Ich meine hier Angela Merkel. Vor 5 Jahren sagte sie, wir schaffen das. Und sie sagte auch, wir brauchen diese Leute. Die brauchen wir auch, weil wir immer weniger werden, demografischer Wandel. Und sie sagt es auch, ich denke, dass sie politisch überzeugt ist, dass wir es machen sollten. Ja? Aber Europa war ja gespalten in dieser Zeit und seit dieser Zeit. Wir hatten ja inneren Widerstand. Wir hatten 4 Länder, die da hauptsächlich stark waren, die Visegrad-Länder. Und Italien hat das ja auch erfahren, dass es sehr starke populistische Parteien gab, die noch stärker geworden sind in dieser Zeit, weil der Glaube von Angela Merkel nur von wenigen geteilt wurde, dass wir es schaffen, dass Europa es schafft. Was glauben Sie, Nora Bosson? Nun, einerseits meine ich, dass wir das leisten können, aber nur zusammen. Es wäre zumindest einfacher, das gemeinsam zu leisten. Andererseits ist es recht einfach, von deutscher Seite das so darzustellen als Modell Italien. Wir hatten ja schon Lampedusa. Es ist nicht wie Sylt oder Hiddensee, kleine Inseln, die zu Deutschland gehören. Vielleicht kommt ein dänischer Teenie, der so nach Deutschland kommt. Aber wir haben ja traditionell, historisch auch Migration und wachsender Populismus ist sicherlich ein großes Problem. Wir können nicht einfach sagen, naja, es gibt auch die Populisten, die die Migration nicht wissen. Populisten wollen absolute Souveränität. Die wollen nicht, dass sich jemand mit uns vermischt, dass sich in unsere inneren Angelegenheiten einmischt. Und also dem kann ich überhaupt nicht folgen. Berlusconi zum Beispiel war ja eine seltsame Figur des Populismus. Der hat mit faschistischen Symbolen gespielt. Das lesen wir ja auch in der Romane, im Roman von Francesca. Da gibt es ein seltsames Lied, das da zitiert wird. Und steht da mit der Menge vor diesem faschistischen Gebäude in Rom. Das war 2008. Das heißt, da gab es schon diese starke populistische Bewegung. Und es gab die Vorstellung, dass er mit faschistischen Symbolen tatsächlich spielen kann. Das finden wir in verschiedenen Ländern und zwar sehr stark. In Deutschland ist die kleine AfD da zu erwähnen. Sie sind aber zwar klein, aber bewegen sich immer mehr in Richtung einer solchen Ideologie. Jedenfalls einige Politiker jener Partei. Und viele sagen jetzt, wir haben so viel Angst vor denen, dass wir
alle Gedanken aufgeben, fair zu den Migranten zu sein, so unsere Verantwortung beizutragen. Stattdessen brauchen wir einfach eine offene, klare Debatte und Romane, Fernsehserien, Films und Narrativa können da sicherlich mehr helfen als rein intellektuelle Debatten, denn man wird damit nie alle erreichen. Aber wenn man eine Einzelgeschichte erzählt, haben wir eine viel bessere Chance, jemanden zu erreichen, anstatt mit abstrakten Vorstellungen dazu, ja, ihr müsst eure weißen Privilegien aufgeben und so weiter. Nein, man muss die Leute gewinnen und dann kann man sie auch gewinnen für eine Veränderung der Diskussion. Das stimmt absolut. Also ich habe sehr viel gelernt, als ich die Romane von Ihnen gelesen habe und dann einen anderen Roman von Uwe Timm, der war auch sehr erleuchtend, der hat über Namibia geschrieben und der ist jetzt immer noch Persona non grata in Namibia wegen dieses Romans. Er hat geschrieben über diesen wundervollen afrikanischen Herero-Kämpfer geschrieben, Onano, der gegen die Deutschen gekämpft hatte. Und die Deutschen waren so überrascht über seine Genialität. Sie dachten, er hätte Clausewitz gelesen, was natürlich nicht stimmte. Er war ein afrikanisches Genie. Also er hat zwar dann verloren, aber dennoch wurde er zur Legende. Und Francesca Melandi hat mir viel darüber erzählt. Ich bin in Italien, in Rom aufgewachsen und ich wusste eigentlich nichts über Äthiopien. Ich weiß eher, was in Libyen jetzt passiert, weil ich ja Journalistin bin. Aber ich möchte auch zurückkommen auf ein Argument, was Francesca vorhin erwähnt hat, Black Lives Matter. Also das ist eine interessante Diskussion, die sich daraus ergeben hat, Black Lives Matter. Nämlich die Frage, was sollten wir umschreiben? Was sollten wir canceln oder umschreiben in der Geschichte? Was sollten wir lernen, anders zu sehen? Also ich war sehr berührt und beeindruckt von der Tatsache, dass vor der Statue von Winston Churchill sich die Leute einfanden. Also der ist natürlich ein Unberührbarer als Politiker in Großbritannien. Und wir wissen, dass die Briten ja sehr starke Nationalisten sind oder nationalfreundlich. Und als es dann die Proteste gab gegen die alten Kolonialherren und Statuen wurden dann in die Flüsse geworfen und auch Leopold, der belgische König und so, war betroffen. Also unter Churchills Statue, da hatte jemand was hingesprayt. Er war ein Rassist, stand da. Dann möchte ich beide jetzt fragen, was denken Sie darüber? Wie weit sollten wir gehen? Wie weit müssen wir gehen? In Deutschland zum Beispiel haben wir jetzt eine lange Diskussion darüber, Straßennamen zu verändern. In Berlin zum Beispiel die Mohrenstraße oder sowas. Was glauben Sie? Was denken Sie darüber? Ich möchte mit Francesca beginnen und dann Nora. Die sogenannte Cancel Culture ist ein Misnomer. Eine Falschbenennung sozusagen. Und ich wiederhole mich da. Denn was wir wirklich erleben angesichts all der Komplikationen und Komplexitäten und unvollkommenen Situationen, ist eine Sichtveränderung. Beispiel. Thomas Jefferson, einer der Erfinder der modernen Demokratie, der verfassungsmäßigen Rechte, der Checks and Balances des Staates, im Sinne der Freiheit. Er hat ja Begriffe erfunden, die beschreiben, womit die Geschichte der Vereinigten Staaten beschrieben werden kann, um etwas zur Wahrheit zu führen. Und als er geschrieben hat, alle Menschen sind gleich geboren, hatte er Sklaven. Und da gab es eben diesen Teil, wo er schreibt, alle Menschen sind gleich geboren. Und er hat es sogar aus dem Fenster gerufen. Und da gab es eine Armee von Sklaven, die ihn sehr reich gemacht haben auf seinen Plantagen. Also ich möchte damit sagen, dass europäische Demokratie, Kapitalismus, die Geschichte der letzten Jahrhunderte, worüber wir sprechen, es nicht darum geht, das zurückzuweisen.
sondern alles ans Licht zu bringen, was eben zurückgewiesen wurde. Denn die wirkliche Cancel-Zeit findet nicht jetzt statt, Cancel Culture. Das wurde von den Gründervätern der amerikanischen Verfassung begründet. Die haben einfach die Tatsache nicht erwähnt, dass sie in einer Welt leben, wo jahrzehntelang die Tatsache akzeptiert wird, dass die Menschen eben nicht gleich behandelt werden, sondern zu Tode gebracht wurden durch Feldarbeit. Und das wurde vom Diskurs missachtet. Churchill ist auch kompliziert in diesem Zusammenhang. Er war ja das Gesicht des Widerstandes gegen die Hitlerbomben. Er war auch einer der Kriegsgewinner, das stimmt. Und er war auch Kolonialist und Rassist, auch das stimmt. Die Geschichte ist kompliziert und das ist das Erste. Geschichte ist komplex und kompliziert. Und jetzt kommen wir zur kognitiven Apokalypse, die darin besteht, dass man ein Neunzehntel des Eisbergs der europäischen Geschichte zur Sicht bringt. Aber wir haben seither nur über ein Zehntel gesprochen. Vor 2 Jahren war ich ein paar Monate in Amsterdam, tolle Stadt. Wer liebt Amsterdam nicht? Und die Reichtümer, der Wohlstand, die Freizügigkeit, das ist das Paradoxon. Die Freizügigkeit von Amsterdam baut auf der Eastern Trade Company, dieser holländischen Handelsgesellschaft, die geraubt hat, die Leute gequält und vergewaltigt hat und die Sklaven hatte. Das ist unsere komplizierte Geschichte und wir wollen natürlich nicht das Gute mit dem Schlechten wegwerfen, aber wir müssen auch das schmutzige Wasser anschauen. Das Wasser ist da und stinkt. Nora Bossom, sollen wir Churchills Statue niederreißen? Nun, es bringt doch nichts. Wenn wir uns die USA anschauen, die haben uns ja geholfen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges und dafür bin ich dankbar. Ich würde vielleicht gar nicht leben und ich könnte auch in diesem Deutschland vor allem nicht leben, dem Deutschland, das wir jetzt haben. Aber das war gleichzeitig ein Land, wo diese Rassentrennung stattfand. Wenn man sich die Nürnberger Prozesse anschaut, wo es die beiden großen Verbrechen, nämlich gegen die Menschheit und den Genozid gab, hat man diesen Begriff Genozid abgelehnt, weil das auf Gruppen gerichtet war, die gequält wurden, nur weil die Teil einer bestimmten rassischen oder religiösen Gruppe waren und man sah die Menschen nicht als Individuen. Und dieser Genozid ist als großes Verbrechen gesehen, das stattfand. Und man muss natürlich in dem Zusammenhang auch die eigene Geschichte und Präsenz sehen, die eigene Politiklinie. Also ich will da keinen Vergleich herstellen zwischen dem, was in der Rassentrennung in den Vereinigten Staaten in der ersten Hälfte des Jahrhunderts stattfand und der Shoah. Das ist eine ganz andere Geschichte und das ist eine Katastrophe der Menschheit an sich. Wenn man das in gesetzliche Begriffe schreibt, dann kann man zu einer anderen Darstellung dieser Verbrechen kommen. Wie Francesca sagte, ist es kompliziert und komplex. Und das geschieht ja zurzeit sehr häufig, nämlich dass eine Seite sagt, Winston Churchill ist Rassist, also lasst uns die Statue wegräumen. Die andere Position ist, nein, er war ein Kriegsheld, er hat den Feind besiegt, er ist so wie ein Heiliger. Aber die Wahrheit liegt ja wie so oft in der Mitte. Zu einem gewissen Teil in einigen seiner Gedanken und Überzeugungen war er vielleicht Rassist, was aber nicht bedeutet, dass er auch einiges Gute getan hat, wofür wir dankbar sein sollten.
Schauen wir uns die Geschichte an, zum Beispiel, wenn wir Tocqueville lesen, beschreibt er auch, dass dieses alle Menschen sind gleich geschaffen wurden, von Anfang an nicht funktioniert. Denn wer war denn dieser Mann oder dieser Mensch? Das ist doch nicht jeder, den wir heute als menschliches Wesen betrachten. Also wir haben diese Ambivalenz, wir haben paradoxe Begriffe, und damit müssen wir umgehen. Ja, nur ganz kurz. Das Interessante daran ist, dass alles, worüber wir hier sprechen und was Noah gesagt hat, dieser zurückgewiesene Teil auch die Frage beinhaltet, wer von uns wurde gecancelt, auch einschließlich intellektueller Figuren, die es von Anfang an in dieser Diskussion gegeben hat, die Frederic Douglass, Dubois, Baldwin, die alle aufgetaucht sind in diesen 100 Jahren, in dieser Gründlichkeit im Denken und der Kultur. Das ist beeindruckend. Das ist doch nicht etwas, was wir als Mainstream-Vertreter mit weißer Haut dies geschaffen haben. Also die Hauptverschiebung sollte nicht sein, bestimmte Bereiche der Geschichte aufzugeben. So, sondern das Ganze umzuschreiben. Wir haben ja nur noch ein paar Minuten. Ich möchte beiden noch eine weitere Frage stellen. Als ich Nora Krug interviewt habe, Nora Krug ist eine deutsche Autorin, sie lebt in den Vereinigten Staaten und sie hat einen ganz erstaunlichen Grafikroman geschrieben über die Entdeckung ihrer eigenen Familie. Sie ist also noch einen Schritt weiter gegangen. Man hatte ihr von ihrem Vater erzählt, der kam aus dem Iran, und der Großvater. Der Großvater war ein Nazi, denn sie hat sich mit den Archiven befasst, um das alles herauszufinden. Sie ist in die Stadt gereist, wo sie aufgewachsen ist, und hat das alles recherchiert. Und sie hat dann gesagt, als ich meinen Mann geheiratet habe, er ist Jude, da habe ich herausgefunden, dass ich alles über die Shoah wusste, aber ich wusste nichts über Pesach oder Schabbat und so weiter. Also Nora Bossen, ich weiß nicht, ob Sie die Gelegenheit hatten, schon zur Dauerausstellung des Berliner Jüdischen Museums zu gehen. Das ist wunderbar, denn das ist vollständig umorganisiert worden in den letzten Jahren. Und jetzt versucht man, mehr die Interaktionen zu betonen zwischen der deutschen und jüdischen Kultur, was ja die gleiche ist, ja? Also Christen und Juden zusammen, diese Kultur, 1000 Jahre in Deutschland. Wie hatten die zueinander eine Beziehung entwickelt? Und das bringt mich auch zur letzten Frage. Ja, wir leben doch in einem Land mit Menschen. Wir haben ja über Migration gesprochen, aber wir haben noch nicht über Integration gesprochen. Ja? Wir leben doch in Ländern, wo Türken, Äthiopier, Libyer auch bei uns leben. Wie viel wissen wir denn von deren Kulturen? Und wie soll ich sagen, wie verantwortlich sind wir denn? Wie schuldig sind wir denn, dass wir deren Kultur nicht ausreichend kennen? Ich frage erst Nora und dann Francesca. Nun, wenn wir über Integration sprechen, würde das bedeuten, dass auch wir uns integrieren sollten, wenn wir zu einer offenen globalen Gesellschaft kommen wollen. Das heißt nicht, dass sich jeder nur mit sich selber befasst. Das bedeutet es. Und in den Diskussionen von Achim Mbembe und der Shoah können wir das nachlesen. Da befassen wir uns so stark mit der Schuld unserer Väter, Großväter, Mütter und Großmüttern. Und wir als nicht-jüdische Deutsche sind so zynisch und verliebt in diese Schuld, dass wir dabei bleiben im Rahmen der deutschen Kultur. Ich habe die Ausstellung noch nicht gesehen, es ist aber auf meiner Liste. Die CDU zum Beispiel, die größte Partei in Deutschland, hat ja den Versuch unternommen,
zu zeigen, wie viel Interesse sie am jüdischen Leben haben. Also war eher eine Art Karneval, also nicht der richtige Ansatz. Die Idee war zwar gut, aber was dabei herauskam, naja, das war nicht so toll. Auslet Navet Kamani, eine Freundin von mir, hat darüber geschrieben, was wir verloren haben. Ein Sohn iranischer Immigranten hier in Deutschland, ist in Deutschland aufgewachsen. Er hat zum Beispiel irgendwo eine Rede gemacht, da ging es um die Shoah. Und er hat darüber gesprochen, wie er Verlust empfindet. Und seine Ansichten dazu sind sehr wichtig, auch der Aspekt der Schuld. Aber das verschließt die Augen vor dem, was wirklich geschah, was Europa verloren hat, im Sinne der Menschlichkeit, der Ideen, der Gedankenwelt, der Kultur. Und das bedeutet auch Traurigkeit. Und das ist doch viel wirkungsvoller, als sich ausschließlich auf unsere fürchterlichen Großväter zu konzentrieren, um die Geschichte zu erklären, nur in den Worten der Nazis, also nur negativ dargestellt, anti sozusagen. Francesca Mirandi. Ich möchte mal wieder ein bisschen provokativ sein. Ich stelle die Verwendung des Begriffes wir in Frage. Ein Beispiel hierzu. Ich habe ja die Ehre, dass ich zahllose Freundinnen habe. Asherba Bashego ist eine gute Freundin von mir. In meinen Augen eine der führenden italienischen Intellektuellen. Sie ist Italienerin. Und sie ist viel mehr Romana, viel mehr Römerin als ich selber. Ich bin da eher eine Mischung. Aber sie ist mehr als ausgesprochene Römerin. Sie hat aber dunkle Haut, weil sie somalisches Erbe hat. Also sie ist halb Somali, halb Italienerin. Sie ist eine tolle Autorin, ist auch ins Deutsche übersetzt worden und in viele andere Sprachen. Wir haben uns oft über laufende Ereignisse unterhalten. Wir hatten einen großen Austausch zu allem Möglichen. Und sie hat so unterschiedliche Hintergründe im Gegensatz zu mir. Und es war irgendwie auch schwierig, immer zu sagen, wir sollten ihnen helfen, sich in der Gesellschaft zu integrieren. Das muss sich verändern. Ich bin da nicht nur idealistisch und naiv in meinem Ansatz, aber ich habe es in meinem persönlichen Leben auf der Straße beobachtet, sei es in Rom oder in Europa, sonst wo, nämlich, dass es viel stärker integriert stattfindet, als bei den Medien dargestellt, weil auch die Medien ja nicht ausreichend integriert sind. Und jetzt haben ja viele neue Europäer die Macht des Wortes, sie haben die Stimme. Und man redet aber zu viel über andere, als selber zu reden. Und das ist in meinen Augen auch ein großes Problem. Dieses ständige Reden über die Migrantenkrise, die neuen Europäer unter uns, also wir reden über sie, aber so funktioniert das nicht. Zum Glück, es ist weniger geworden im Verlauf unserer Diskussion. Die Gesellschaft ist schon stärker integriert, paradoxerweise. Die Industrien im Norden Italiens würden ja gar nicht funktionieren. Gleiches gilt für Deutschland. Ohne die früheren Immigrantenarbeiter, und viele von ihnen sind ja jetzt Italiener, sie haben zwar eine andere Hautfarbe, aber ihre Kinder gehen zusammen in die Schule, die Frauen kochen zusammen, all das geschieht schon. Und allerdings sollten wir auch Unterstützung geben als Intellektuelle, als Schriftsteller, Schriftstellerinnen,
um mehr zu beachten, was tatsächlich vor sich geht. Und wir sollten uns hier und da auch ein bisschen mehr zurückhalten und anderen die Stimmen geben zum Sprechen über Themen, die anstehen. Also wir sollten auch mal den Mund halten und mehr zuhören. Ja, und die Bücher lesen. Danke, Nora Bosson, Francesca Melandri, dafür, dass die Augen geöffnet wurden bezüglich Kolonialismus, Migration, andere Länder, andere Kulturen, die auch unsere Kultur sind und unsere Länder sind. Ja? Vielen Dank für den Brückenbau zwischen Italien und Deutschland. Das ist auch ganz wichtig. Dankeschön.